Herzlich willkommen im Bundesministerium der Finanzen. Kommen Sie mal rein hier in mein Büro, dann sehen Sie mal, wie ein Minister arbeitet. Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Zimmer das erste Mal gesehen haben? Na, das Büro ist viel kleiner als gedacht. Das hier ist klein und bescheiden. Hier steht die Arbeit und nicht das Repräsentieren im Vordergrund. Und wir achten eben auf das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das fängt bei uns selbst an. Haben Sie etwas am Raum geändert? Ich habe die Möbel von meinen Vorgängern übernommen. Ich habe den PC, der hier stand, den habe ich rausgenommen oder rausnehmen lassen, weil ich habe meine digitalen Endgeräte, mit denen ich arbeite, immer dabei. Aber ansonsten ist das so belassen, wie es war. Was ist der Lieblingsgegenstand hier? Also die Kunst, die ist von mir. Das da ist eine Erinnerung an den Rhein. Aber wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, dies hier. Das ist nämlich aus dem Jahr 1919, so ein Buchhaltungsbuch. Und was ist das Besondere daran? Hier hat mein Urgroßvater unterschrieben, als ich nämlich mal begonnen habe, mich mit meinen Vorfahren zu beschäftigen. Mit meinem Urgroßvater, der aus Polen, einer meiner Urgroßväter, eingewandert ist, habe ich mir von den Kalkwerken im Rheinland mal diese Akte besorgt. Und ja, das ist so ein besonderer Gegenstand. So, jetzt haben Sie einen kleinen Einblick bekommen in das Ministerbüro und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute und weitere spannende Einblicke.